Das Thema Luftseilbahnen liegt in Nidwalden gewissermaßen in der Luft. Wir haben eine der höchsten Luftseilbahndichten hier im Kanton. Ich denke, das hat mit der Topografie zu tun. Also bei der Ausstellung sind neben Stanz Salzmagazin auch das Heimatschutzzentrum in Zürich und das Gelbe Haus in Flims beteiligt an dieser Ausstellung. Es ist von der Idee her eine große Ausstellung mit drei Schwerpunktausstellungen, die auch alleine funktionieren. Schwerpunkt in Flims ist bei den touristischen Bahnen in Zürich, bei den Oldtimern und bei den utopischen Projekten. Wir hier haben uns um den Alltag gekümmert. Ich bin auch in einem Berg oben aufgewachsen und bin auch mit einem Wasserbahn in die Schule. Also das erste Jahr, als ich in die Schule war, war das 1947. Wir haben das so gar nicht anders gekannt. Das können wir mir gerade so neu erinnern. Wie zum Beispiel, wenn wir das hier, wenn wir mit dem System gearbeitet haben und aber mit dem Bändchen gefahren, das sind also aus wieder so Auffrischungen, die wir erlebt haben. Das ist ein Bauernbändchen in Obrickenbach. Die Luftseilbahn Feldspiess ist ein kleines Sorgekind. Man hat die Wellen stilllegen, weil man meint, die entsprechen nicht mehr in den Sicherheitsvorkehrungen, die man heute hat. Und das stimmt eigentlich nicht. Es ist eine ältere Anlage, die vielleicht nicht die modernste Technik hat, die eigentlich sicher ist, aber nicht in den neuesten Normen ist. Und jetzt ist die Frage, stellt sich, muss man die jetzt zutun oder nicht? Und das wäre ein Präzedenzfall, weil wir ja im Kanton Nidwalden Minimum noch 20 Anlagen haben, die so sind oder nur älter. Und wir möchten gerne, dass die Anlagen alle eine Chance haben. Das gehört einfach dazu. Das ist hier der Bruch und das ist Sitten. Und hier ist die Wurzel von diesen ganzen Bändchen. Darum brauchen wir das. Immer wenn in der Ausstellung ein solches Kava-Symbol unter dem Bild zu finden ist, dann ist im Kinosaal oben ein Film dazu zu sehen. Wir haben da Sessel des Sessellifts Haldigrad ausgeliehen bekommen und montiert. Man kann sich also auf einen Sessel-Lift-Sessel setzen und die Filme anschauen.